Einen wunderschönen, da bin ich auch wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video in der Schritt-für-Schritt-Reihe PS5. Wir sind bei Einstellungen. Wir hatten im vorigen Video, hatten wir uns das Benutzerhandbuch angeguckt und in den Videos davor halt den Home-Bildschirm mit den verschiedenen Kategorien, die wir da haben. Aber jetzt geht es erstmal im Einstellungsmenü weiter. Das kommt alles noch. Wir wollen uns jetzt den Punkt Barrierefreiheit vornehmen. Hier bin ich eigentlich so gut wie gar nicht drin. Ne? Ja, seht ihr? Muss ich beniesen. Wir haben Anzeige, Screenreader, Controller, Untertitel, Chat Transcription. Ich werde gleich mal was einschalten, dann brauche ich das nicht vorlesen, weil meine Stimme wohl ein bisschen versagt. Ein. Wird aber jetzt nervig. Anzeige. Zoomen. Taste. Zum Auswählen Kreuztaste drücken. Zoomen. Zoom aktivieren. Da können wir jetzt den Zoom aktivieren und können zum halt Starten der Zoom-Einstellung drücke die PS und die Quadrattaste gleich. Oh Gott, ey, ich schalte es doch mal aus. Das nervt. So, damit können wir Zoom aktivieren oder deaktivieren. So, haben wir da auch noch weitere Infos. Könnt ihr dann halt über eine Tastenkombination machen, falls... ihr einzelne Sachen auf dem Bildschirm nicht erkennen könnt. Also ihr schlechte Augen habt, dann könnt ihr damit zoomen. Farbe invertieren. Das jetzt wird's. Oh. Haltet euch die Augen zu. Ja. Wir können auch noch Farbkorrektur mit reinmachen. Und. Oh Gott. Ich muss das rausmachen. Sorry, ey, da kriege ich. Ist mir zu hell. Da kriege ich Augenkrebs. So, Farbkorrektur, da können wir dann halt anpassen, zum Beispiel Graustufen oder halt Rot-Grün, Grün-Rot, Blau-Gelb. Für die Leute, die mit Farbe Probleme haben, Textgröße können wir hier klein, mittel, groß, sehr groß. Mir fehlt noch eine Stufe zwischen normal und groß. So halb groß irgendwie. So, so eine Zwischenstufe davon, die würde ich denn nehmen. So, wir können es auch fett gedruckt machen. Oder starken Kontrast. Dann würdet halt. Müsst ihr mal oben gucken, wo Barrierefreiheit steht, wo das Licht ist. Also ist ja so gemacht, als wenn wir unter Wasser sind und das Licht kommt von oben, obwohl es hier unten aussieht wie Wolken im unteren Bereich. Und ob wir über den Wolken sind und von irgendwo anders kommt Licht her. Aber eigentlich wirkt das eher wie unter Wasser, tief unter Wasser irgendwo. Das ist jetzt sehr reduziert. Jetzt ist es mehr. Geschwindigkeit für automatisch Blättern. Kann man dann halt hier einschalten, wie schnell das automatische Blättern funktioniert. Bewegung reduzieren. Da kann man halt Also da wird halt weniger Bewegung gemacht oder weniger angezeigt. Also wie gesagt, ich bin hier sonst nicht drin, ich brauche hier eigentlich nichts einstellen. Screenreader liest euch halt alles vor. Im Controller haben wir dann noch angepasste Tastenzuweisung, genau. Hier könnt ihr dann zum Beispiel eure Tasten zuweisen. Wir können jetzt mal aus L einen Pfeil machen. Und daraus machen wir dann mal eine L1. Ja, also könnt ihr euch die Tasten so zulegen, wie ihr wollt. Zurücksetzen. Das wäre jetzt halt für die japanischen Spiele, wenn ihr sagt, wir wollen das wie auf der... Also könnt ihr Kreis und X vertauschen. Und dann, also, oder die Japaner machen das jetzt, weil die haben ja das gleiche. Die hatten vorher das immer umgekehrt, so wie ich es jetzt eingestellt habe. Jetzt haben sie alle die gleiche Tastenbelegung. Und wenn ihr sagt, wie auf der Wii, wollen wir das halt hier mal ein bisschen vertauscht haben, könnt ihr das aktivieren. Und halt auch nur für die japanischen Spiele aktivieren und sonst habt ihr das deaktiviert. Ihr könnt auch den rechten und linken Analogstick tauschen. Wenn ihr Rechtshänder oder Linkshänder seid, ist das, denke ich mal, vom Vorteil. Ich weiß es nicht, ich bin kein reiner Linkshänder, aber
könnt ihr mal in den Kommentare posten, ob das für euch hilfreich ist, wenn ihr Linkshänder seid. Verzögerung, lang oder kurz, ist halt die PlayStation-Taste, wenn wir da drücken oder halt ins Menü, und halt die Share-Taste, die habe ich jetzt auf kurz. Ja, wenn man die lange gedrückt hat, macht sie einen Screenshot. Dann kann man dann halt beeinflussen, wie lange. Die Vibrationsintensität habe ich auf Standard, auf sehr stark. Mit dem Trigger-Effekt, das weiß ich nicht, was das genau ist. Also wenn man Headset anschließen, dann wird es weniger. Also da muss ich selber erstmal nachlesen, was der Trigger-Effekt sein soll. Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Untertitel können wir dann anmachen. Also Untertitel anzeigen erstmal allgemein anmachen. Ich hab's aus. Und dann haben wir die Möglichkeit, Untertitel wie durch Inhalt angegeben. Das heißt, Spiel XY gibt uns einen Inhalt vor. Der Hintergrund ist wie jetzt hier, ist nicht schwarz, sondern gelb. Die Schrift ist blau. Ja, dann können da dann halt sagen, so wie das Spiel uns oder die DVD, die Blu-ray uns das vorgibt. Oder ihr könnt euch das selber anpassen und die Untertitel so gestalten, wie euch das gefällt. Auch mit der passenden Größe und Schriftart und alle drum und dran. Und dann wird euch das angezeigt. Chat-Transcription. Da wandelt, glaube ich, euren Chat, eure, wandelt den Sprachchat von den anderen Spielern, genau. In der Party in Text um und liest den Text dann. Ach so, okay. Gut, das ist, wenn ihr in der Party seid, hatte ich ganz vergessen, dass es das auch gibt. Wenn ihr in der Party seid, was ihr schreibt, wird als Text, also wird vorgelesen den anderen. Und wenn die anderen was quatschen, kriegt ihr das praktisch als Text angezeigt. Und dann könnt ihr dann auch die Sprache auswählen, Stimmtyp männlich oder weiblich. Und dann habt ihr noch weitere Infos, da kommt ihr dann zum Benutzerhandbuch und könnt euch das genauer durchlesen. Ja, das soll es jetzt soweit auch zur Barrierefreiheit gewesen sein. Aber wie gesagt, da bin ich so selten drin, so gut wie nie. Ich habe da am Anfang mal was eingestellt und seitdem bin ich da nicht mehr drin gewesen. Ich finde einige Punkte da drin sehr interessant und sehr gut, dass halt auch, ich weiß jetzt nicht, wie man dazu sagt, einige sagen, man soll nicht Behinderung sagen, andere sagen, mit Handicap klingt grausam. Ich sage es jetzt einfach mal, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Handicap. Ich weiß nicht, wie ihr es gerne hättet. Ich will jetzt okay nur auf den Schlips treten. Dass die halt auch das Menü und das Game-Erlebnis für sich anpassen können, um auch ein schönes Erlebnis zu haben und da nicht benachteiligt zu sein. Finde ich gut. Vor allem das mit dem Untertitel, mit dem Chat vorlesen und auch mit dem für die Farben und das alles. Finde ich sehr gut. Das ist noch ausgebauter als auf der PS4. Auf der PS4 war es schon okay, aber hier haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt. Von mir dicke Lob an Sony auf jeden Fall. Und mal gucken, was man da noch ausbauen kann. Ich finde es jeweils sehr gut. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Da werden wir uns dann das Netzwerk angucken. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.